In diesem Video zeige ich dir, wie man einen Mitsubishi Scara-Roboter programmiert, konkret der ganz neue RH2 FRH mit der nagelneuen Teachbox R86TB. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Werner Hampel von der Firma Robtec GmbH. Robtec ist ja schon seit über 20 Jahren Systempartner der Firma Mitsubishi Electric. Also wir reparieren und verkaufen auch die Mitsubishi Roboter. Dieser RH2 FRH, den wir hier zur Verfügung gestellt haben, ist wirklich das nagelneueste Modell. Und der ist speziell deswegen entwickelt worden, weil die Kunden gefragt haben nach einem Roboter, der sehr kompakt ist. Ja, den ich wirklich in der Zelle, der nicht viel Platz braucht. Und schnell ist, performen kann. Früher war das der RP1 AH, der für sowas ideal war, mit einem kleinen Standfuß, kleiner Arbeitsbereich, ja, aber ich kann halt wirklich mit Speeder arbeiten. Das ist jetzt als Scara-Roboter der Nachfolger. RP1 AH war so ein Doppelarm-Scara und hat einen Arbeitsbereich, also im Radius 250 mm, die Z-Achse kann sich um 150 mm bewegen, sieht dann so aus. Die Z-Achse ist hier, die Achse hier und im Arbeitsbereich so 250 mm. So kann sich der Roboter bewegen. Die Teachbox hier, die R86TB, ist das neueste Modell. Der Vorgänger, die R56TB, war ja noch diese runde Teachbox. Hast du schon sehr viele Funktionen drauf gehabt, zu diesen ursprünglichen Programmiergeräten, die ich noch kenne, so vor 20 Jahren von Mitsubishi Electric. Da wo du noch, wenn du zum Beispiel ein C schreiben wolltest, musstest du dreimal auf die 1 drücken. So ganz früher, ja, die Älteren unter euch kennen das, die SMS geschrieben hat. Das war wirklich nicht unbedingt bedienerfreundlich. Und das hier mit diesem Programmiergerät, das ist wirklich klasse. Das ist ein hochperformanter Farbbildschirm. Da musst du auch auf nichts warten. Und was hier sehr toll ist, und ich zeige dir das jetzt hier mal, in diesem Hauptmenü, also oben haben wir eben die Kopfzeile, dann haben wir hier die Hauptsymbole, da unten haben wir, da können wir so Shortcuts legen, also noch mit zusätzlichen Symbole, die wir hier einfügen können, und unten ist diese Fußzeile. Und in den Monitorfunktionen haben wir jetzt auch einen Oszillator. Wir können jetzt zum Beispiel Ein- und Ausgänge darauf beobachten. Wir können Motorströme beobachten. Also für Fehlersuche ist das wirklich optimal. Ja, wo braucht der Roboter vielleicht zu viel Strom? Ab wann ist er überlastet? Kommt irgendein Signal nicht rechtzeitig an? Das kannst du alles sehr gut hier monitoren. Du kannst auch eine Zelle in RT Toolbox, in einem weiteren Video erkläre ich dir da dann, wie die RT Toolbox, das ist das Programm auf dem PC, kannst du eine Zelle erstellen und das hier auf das Programmiergerät drauf spielen. Und du siehst dann auch die komplette Anlage hier drauf, auch inklusive der Sicherheitsbereiche. Der Roboter läuft ja mit dem CR800 Controller. Das Programmiergerät wäre sogar abwärtskompatibel bis zum C750er. Also auch abwärtskompatibel, sehr praktisch. Und ja, jetzt lass uns einfach mal direkt in die Programmierung einsteigen. Ich habe dir gefragt nach einem Programmiertutorial auch für Mitsubishi-Roboter und hier ist es. Also, ganz einfach, wir wollen ein kleines Bewegungsprogramm schreiben. Ich habe eins vorbereitet für euch. Und zwar kann ich hier unter Programm, sehe ich hier in der Übersicht, wenn ich mehrere Programme habe, alle Programme. Unter New kann ich ein neues Programm erstellen, ich kann ein vorhandenes Programm editieren, ich kann es löschen. Und übrigens, du kannst auch verschiedene Benutzerrollen auf diesem Programmiergerät definieren. Also wenn ich jetzt Programmierer bin, ja, kann ich natürlich Programme löschen. Der Bediener, der vielleicht einfach nur den Roboter bedienen will und einmal aus der Crash-Situation befreien will oder was auch immer, Punkte nachteachen will, dem kann ich jetzt zum Beispiel sagen, er darf nicht Programme löschen. Also kann ich verschiedene Rollen vergeben und derjenige, der an dem Programmiergerät ist, der sieht nur das, was er auch sehen soll. Ich kann eben über Passworteingabe eine höhere Rolle reingehen. Ich bin jetzt hier als Administrator angemeldet und kann alles machen. Und jetzt gehen wir einfach mal rein. Ich wähle jetzt hier mein Programm an und gehe über Edit rein und sehe hier mein Programm. Ich habe für euch den dunklen Bildschirm. Ich kann zwischen dunkel und hell wählen eingestellt, damit ihr einfach im Video das besser erkennen könnt.
Und ich habe hier auf der linken Seite in dem Programm die Programmzeilen. Dann sehe ich die Befehle. Ich kann hier einblenden, dass ich die Achsen bewegen kann, kann das auch wieder ausblenden. Habe da drüben zum Beispiel bei Easy Editing die Möglichkeit, Befehle wie Move-Befehle, Hand für Greifer öffnen und schließen, Wait-Befehle für Wartezeiten oder Warteeingänge einzufügen, oder ich kann Ausgänge einfügen, ich kann kalkulieren oder Continuous, erkläre ich da gleich. Genau. Am Anfang bei einem Mitsubishi Roboter schreiben wir immer die Bewegungsparameter rein. Also wir wollen mit Override 100% fahren, würde ich da empfehlen, das immer reinzuschreiben, dass er nicht zu langsam fährt. Joint Override 100, dann der SPD, das ist der Befehl, wie schnell der Roboter im linearen Modus fahren soll. Ich habe den hier auf den Standardwert eingestellt, M-NSPD, das heißt, fahr so schnell wie du kannst. Ich kann aber sagen 200 mm pro Sekunde zum Beispiel. Dabei Excel, das bedeutet, die Beschleunigung ist 100 und das Abbremsen ist auch 100. Und dann kommt CNT1. CNT ist die Abkürzung für Continuous, also Überschleifen. Wenn du das jetzt nicht sagst, Überschleifen. Ich habe dafür auch Videos hier im Roboterkanal. Genauso wie PTP und Linear, werde ich da gleich auch nochmal sagen, habe ich auch Videos. Also Continuous 1 bedeutet, der Roboter soll ab jetzt überschleifen und dann fährt er eben diese ganzen Positionen ab. Ab jetzt überschleift er und ich muss das nicht vor jeder Zeile schreiben, sondern erst wenn ich es wieder geändert haben will, wenn ich sage, Roboter, fahr den Punkt jetzt genau an, schreibe ich CNT0. Gut, dann habe ich hier Move P1. Move bedeutet bei Mitsubishi, dass er eine PTP-Bewegung durchführt. Und MVS, Move Straight, bedeutet, dass er eine lineare Bewegung durchführt. Und ich kann jetzt ganz einfach, wenn ich das will, hier in das Programm reingehen, da eben das Keyboard öffnen und habe hier die Möglichkeit, Zeilen einzufügen. Ich drücke jetzt einfach mal Enter und über den Next. Ich kann jetzt direkt den Befehl eingeben, dass ich sage MOV und er bietet mir dann auch gleich schon aus all seinen Befehlen den möglichen Befehl an. Oder ich gehe über Easy Editing hierher und klicke auf Move, öffnet sich hier dieses Fenster, dann kann ich entweder aus einer vorhandenen Position eine auswählen oder ich kann mir eine neue erstellen. Zum Beispiel, die bei mir heißen immer die Positionen, gehen mit einem kleinen P an und ich nehme jetzt einfach nochmal einen Namen, sage ich P50. Hier heißt Distance Above a Position, das bedeutet, ich kann eine Position programmieren und sagen, fahr diese Position unten 50 mm zum Beispiel höher an. Ja, das hilft natürlich bei Pick-and-Place-Aufgaben sehr gut. Ich programmiere den unteren Punkt neu und automatisch ist der Punkt drüber mit geändert. Und dann muss ich nur noch auswählen, ob ich jetzt linear oder in einer Joint-Bewegung, also PTP, den Punkt anfahren will. Machen wir jetzt einfach mal PTP-Bewegung und dann klicke ich hier auf Insert. Schon ist der Punkt drin. Das kann ich dann auch machen, indem ich zum Beispiel einen Wait-Befehl einfüge, Wait-Signal oder Wait-Time. 0,1 Sekunden fügen wir einfach mal ein. Genau. Oder wie gesagt, ich schreibe es direkt mit der Tastatur rein, wenn ich den Befehl schon kenne. Der Controller unterstützt uns immer, damit wir schnell zu unserem Befehl kommen, den wir suchen. Fertig. So, ich schmeiße die zwei Zeilen einmal wieder raus. Das mache ich so. Jetzt kann ich zum Beispiel auch das Programm testen. Ja, ich kann mir die Positionen anfahren. Ich sehe hier unten übrigens die Koordinaten dieser Positionen, die ich hier oben programmiert habe. Ich habe das Programm hier schon vorbereitet für euch. Ich kann sogar da unten reingehen und die Position direkt editieren. Ich kann jetzt sagen, fahr 2 mm mehr in X, Y, Z oder wie auch immer. Oder ich teach den nach. Ich fahre die Position an, das zeige ich dir jetzt einmal. Also wir gehen auf Debug Start. So, jetzt sehe ich auch hier vorne einen kleinen Programmzeiger. Und wenn ich den Programmzeiger an andere Stelle setzen will, zum Beispiel ich will jetzt die Position 5 anfahren, dann habe ich hier eben durch das Debug Start ist das neue Fenster hier aufgegangen. Step Forward, das ist jeweils diese Tasten dahinter. Und wenn ich jetzt auf Jump drücke, dann bietet mir die Zeile an, wo der Cursor steht, auf 10, dann sage ich OK und jetzt ist der Programmzeiger da runtergesprungen. Jetzt drücke ich hinten den Zustimmtaster, vorne auf Servo On, jetzt gehen die Motoren ein und jetzt kann ich über Step Forward die Position direkt anfahren. Dann kann ich mir anschauen,
wo ist denn die Position 5 eigentlich programmiert? Die ist hier unten. Wo ist denn die Position 2? Wenn ich sie ändern will übrigens, jetzt gehen wir mal hier auf die Position. Jetzt springt er da eben auf den Cursor hoch und dann sage ich Step Forward. So, die Position ist hier hinten programmiert. Und wenn ich jetzt das Programm einfach rückwärts fahren will, klicke ich hier auf Step Backward. Ja, wenn ich jetzt hier auf Step Backward gehe, führt er mit die Bewegungen immer, also fährt er immer im Programmzeiger zurück. Ich kann auch hier den Programmzeiger Schritt für Schritt nach oben und nach unten versetzen. Wenn ich sage, ich will zum Beispiel auf die Position 1 fahren, gehe ich hierher, Step Forward und er fährt die Position an. Also sehr einfach. Wenn ich eine Position korrigieren will, ich fahre die Position an. Ja, nehmen wir die nächste. Springen wir die mal. Ne, den nehmen wir auch nicht. Mit Vorwärts kann ich übrigens das Programm direkt durchfahren lassen. So sieht es aktuell aus. Also ich will nicht so tief runterfahren, sondern vielleicht ein bisschen weniger. Also ich fahre die Position exakt an. Und nochmal hier auf Backward. So, jetzt ist er hier direkt an der Position. Jetzt könnte ich mir nochmal zusätzlich hier die Achsen einblenden lassen. Also entweder ich gehe hier auf Choke-Point Joint, dann fährt er die einzelnen Achsen. Ich könnte aber auch auf X und Z und eben zum Beispiel die Z-Achse. Wäre auch die Achse 3 gewesen. Ich will jetzt den ein bisschen höher haben und nicht so weit unten. Dann kann ich mir den Punkt anwählen und über Get Current POS, fragt ihr mich, ob ich das wirklich ändern will, die Position 6, über Yes, dann könnte ich die Positionen umteachen. Das war's eigentlich. Also super einfach. Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie ich das Programm im RT Toolbox, heißt das Tool, mit dem man Mitsubishi Roboter am PC programmieren kann, programmiert. Und jetzt lass uns das Programm doch einfach mal komplett testen. Ich wähle hier die erste Zeile an, sage Debug Start und sage Jump. Dann springt er mir eben auf die erste Zeile und jetzt drücke ich auf Forward und jetzt wird er mir das Programm Schritt für Schritt ausführen, auch mit Überschleifen. Wann immer ich Überschleifen programmiert habe. Man kann das Programm langsam testen in angenehmer Geschwindigkeit. Wir werden dann gleich den Roboter auf Automatik umschalten. Und ihr werdet staunen, wie schnell der Roboter ist. Hier, das ist eine lineare Bewegung, Move Straight zum Punkt 7. So. Und jetzt habe ich so programmiert, fährt er wieder auf P1, das ist diese Grundstellung für mich. Und der Punkt 9, der ist 120 mm über dem Punkt 9 programmiert. Und dann fahre ich 20 mm jeweils hoch. Und ich muss nur immer die unteren Punkte programmieren und sage, fahr den Punkt um so und so viel Millimeter höher an. Das ist unser Programm. Das war es auch schon. Und jetzt an dem CR800 Controller, es sind ja keine Automatik Schlüsselschalter mehr dran, das hat man sich eingespart, weil die Anlagen ja in der Regel ja sowieso über eine SPS gesteuert werden. Wir haben hier im Studio keine SPS und deswegen haben wir am Controller kleine Mikroschalter und da schalten wir jetzt einfach mal um auf Automatik. Das ist ein Fehler. Und dafür muss ich jetzt auch noch die Teachbox disablen, damit die nicht mehr aktiv ist. Ich kann über die Reset-Taste die Fehlermeldungen quittieren. Nachdem ich jetzt die Tippschalter geschalten habe, also in deiner Anlage, wenn du den Roboter in der Anlage drin hast, auf Automatik geschalten hast, die Anlage, habe ich meinen Debug-Modus verlassen und ich gehe jetzt hier ins Operation Panel. Im Operation Panel kann ich eben
zum Beispiel das Programm resetten. Das ist jetzt mal das erste, damit mein Programmzeiger wieder ganz oben steht. Und die Servomotoren einschalten. So, jetzt sind die Motoren ein. Wir stehen aktuell auf 50%. Das ist in Ordnung. Und jetzt starten wir das Programm. Letzte Warnung. Ich drücke jetzt die Endtaste, dann beendet er das Programm, wiederholt es nicht, sondern beendet es am Programmende. Und jetzt wollen wir natürlich auf ein bisschen mehr Override mal ausprobieren. Also ich erhöhe jetzt den Override über die Tasten auf 100%. Und jetzt gehen wir 100% Start, Gas, noch eine letzte Warnung. Und das ist das, was der Roboter kann. Unfassbare Geschwindigkeit, oder? Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich Scara-Roboter von Mitsubishi voll performen sehe. Das ist unfassbar. Pass bitte auf, wenn du einen Crash fährst an der Seite, die Z-Achse ist dann kaputt und du hast eine größere Reparatur. Also immer den unteren Punkt und dann den Punkt davor programmieren. Und wenn du ein Programm abfährst und einfach eine Position überspringst, schau bitte drauf, dass du da nicht irgendwie quer durch irgendwas durchfährst und die Achse kaputt machst. Die ist nämlich hochpräzise, die muss aufs tausendstel Millimeter fertig genau darauf und runter. Also da bitte aufpassen drauf. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, wenn du kein Video mehr verpassen willst, kein Tutorial, keine Produktvorstellung mehr verpassen willst. Wenn du Fragen zum Mitsubishi-Roboter hast, schreib uns gerne unten in die Kommentare oder kontaktiere uns direkt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Werner.